Okay, moin moin, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid zum 46. netzpolitischen Abend. Haben alle genug Sitzplätze? Ansonsten standen da hinten eben noch ein paar Stühle rum, sodass man sich im Zweifelsfall auch noch ein paar Sitzplätze bauen kann. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht wollt ihr einfach stehen. Ja, herzlich willkommen zum netzpolitischen Abend. Schön, dass ihr hier seid in der C-Base, in der wir von der digitalen Gesellschaft mit unserem 46. netzpolitischen Abend zu Gast sein können. Hallo auch an alle, die uns über Stream zuschauen. Diese Veranstaltung wird gefilmt, live übertragen. Wenn ihr das Bedürfnis verspürt, etwas zu sagen und dabei nicht gefilmt werden möchtet, dann stellt euch am besten dort hinten unter den Bogen, da könnt ihr den Kameras entkommen. Ja, super, dass es wieder so voll ist. Wir haben im Vergleich zum letzten Mal ein recht entspanntes, aber nicht minder interessantes Programm. Jana Mehr vom iRights Lab ist da, um über das Thema Smart Mobility und die ethischen Konfliktlinien zu dem Thema zu sprechen. Tim Libbert ist da, um über ein Third-Party-Tracking-Tracker-Tool zu sprechen, das er entwickelt hat. Und es gibt einen kurzen Ausblick und Einblick in die TinCon, die Ende Mai stattfindet. Der Hashtag für heute Abend ist nach dem üblichen Muster NPA046. Wenn ihr twittern, facebooken oder sonst irgendwas Instagram wollt zu diesem Abend, dann nutzt gerne diesen Hashtag. Kurzer Hinweis in eigener Sache, wie immer zum Start. Wir sind umgezogen. Falls ihr die digitale Gesellschaft besuchen wollt, dann sind wir nicht mehr in exklusiver Lage am Hackischen Markt, sondern in noch exklusiverer Lage jetzt bei der Open Knowledge Foundation im gleichen Büro. Ja. An der Singerstraße 109. Kommt uns doch mal besuchen. Und wie immer der Hinweis, diese Veranstaltung ist kostenlos. Wir machen unsere Arbeit aufgrund oder können nur unsere Arbeit machen durch die Spenden, die wir bekommen. Also freuen wir uns über jede Unterstützung, ideell, aber auch natürlich finanziell, die wir bekommen. Und dann geht's auch schon los mit dem ersten Talk. Jana Mehr ist da vom iRights Lab. Sie ist dort Projektmanagerin und berät Firmen, Unternehmen, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft auch in Fragen des digitalen Wandels, und sie hat sich mit dem Thema, gibt uns heute eine kleine Einführung zum Thema Smart Mobility, selbstfahrende Autos, Big Data im Straßenverkehr und so weiter und zu den ethischen Konfliktlinien. Und wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Jana. Jetzt ist auch an. Ja. Super. Okay. Ja, danke schön für die Einladung. Genau, wie schon gesagt, beim iRights Lab beschäftigen wir uns mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung. Das mache nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen. Und ich möchte ein bisschen reden über Smart Mobility und Big Data. Und warum es vielleicht nicht um das autonom fahrende Auto nur geht, das hat jeder immer im Blick sofort, aber dabei geht es um ein bisschen mehr. Worüber rede ich überhaupt? Oder insgesamt heute? Das ist so die Übersicht, also worum geht es? Wie sieht sowas aus? Warum ist das wichtig? Und wo ist das Problem? Im Zusammenhang mit der Digitalisierung sind im Moment so zwei Themen eigentlich die Bass-Themen. Das ist so die Mobilität und das Gesundheitsthema. Heute soll es um die Mobilität gehen. Das ist hochaktuell und vom Prinzip her ändert sich das ständig. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht so auf ein spezielles Thema eingehen, weil was ich heute sage, kann morgen schon anders sein. Also einige Leute, die sagen, autonomes Auto zum Beispiel gibt es in 5 Jahren und morgen sagt einer, nee, übermorgen. Deswegen geht es eher mir darum, so einen Überblick euch zu geben und euch auch vielleicht aufzuzeigen, warum das Thema spannend ist, wie komplex das ist und was es denn für Auswirkungen hat. Genau, zu den einzelnen Aspekten, die ich euch dann im Laufe des Vortrags vorstelle, gibt es ganze Konferenzen, deswegen wird es immer nur so schlaglichtartig sein, das werden wir nicht im Detail besprechen können. Und mir ist halt wichtig, dass ihr so einen Überblick bekommt über dieses Thema.
Big Data, das werdet ihr wahrscheinlich alle noch wissen, was Big Data ist. Trotzdem der kurze Abriss. Es geht um die großen Datenmengen und es geht eben auch darum, um diese Verarbeitung dieser großen Datenmengen. Das gab es schon immer, was halt im Rahmen der Digitalisierung oder schon länger, ist kein neues Thema. Was aber neu ist im Rahmen der Digitalisierung, sind die sogenannten 3Vs. Das ist einmal Volume, also die Datenmenge, Velocity, also die Geschwindigkeit, mit der die Daten verarbeitet werden können, und die Variety, also die unterschiedliche Art der Daten. Es gibt auch noch zwei zusätzliche Vs, die manchmal in Erwägung gezogen werden. Das ist einmal Value, also der unternehmerische Marktwert, dass es eben auch tatsächlich darum geht, damit Geld zu verdienen. Und Validity, also die Sicherstellung der Datenqualität. Smart Mobility ist eben, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht nur das autonom fahrende Auto, sondern es geht dabei darum, dass das piept ein bisschen, ne? Nee. Lauter, oh Gott. Okay. Also es geht darum, den Energieverbrauch zu senken, Zeit und Kosten zu sparen und mittels durchdachter digitaler Vernetzung der einzelnen Verkehrssysteme möglichst intelligente Lösungen zu schaffen. Dabei ist nicht zwingend gemeint, eine neue Infrastruktur aufzubauen, sondern dann bin ich aber nicht schuld an der Kopplung, oder? Okay. Okay, sondern eben vorhandene Mobilitätsangebote durch den Einsatz von digitaler Technik zu optimieren. Das kann sowohl auf dem persönlichen Level passieren, also wie komme ich am besten und staufrei von A nach B, oder ist es sinnvoller, jetzt ein Carsharing-Angebot zu nutzen oder mit der U-Bahn zu fahren? Also die ganz individuelle Lösung für mein Transportproblem, aber eben auch zum Beispiel auf die Stadt gedacht. Wie kann man das, kann man den Verkehr optimieren? Das heißt also, die Infrastruktur dahingehend zu nutzen, dass sozusagen das optimal ausgenutzt wird, was da ist. Die verschiedenen, also es geht auch um die Auswertung der Daten aus den verschiedenen Sensoren, die zum Beispiel bei den Verkehrsteilnehmern vorhanden sind, die Kommunikation der Verkehrsteilnehmer untereinander und die Kommunikation der Verkehrsteilnehmer, also Verkehrsteilnehmer meint in dem Fall auch zum Beispiel die Autos, also die Verkehrsmittel mit der Infrastruktur. Dabei können eben aber auch nicht verkehrsgebundene Daten eingebunden werden, zum Beispiel eben Wetterdaten oder die Info, dass es ein Großereignis gibt in der Stadt. Um es ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht, die jetzt hier so schlaglichtartig erstmal aufgeführt sind. Wenn ihr später Interesse habt, ich habe auch eine Backup-Folie, wo dann Links nochmal zu den einzelnen Projekten dargestellt sind. Also zum Schluss kommt auch meine E-Mail-Adresse, dann schreibt ihr mir und dann kann ich euch das zuschicken. Genau, also es ist eben, wie gesagt, nicht nur das autonom fahrende Auto, sondern zum Beispiel gibt es ein Projekt in der Schweiz, ganz aktuell. Das hat im November 2015 mit einem ersten Testlauf angefangen. Und da fahren zwei selbstfahrende Elektrobusse in Sitten im Kanton Wallis. Und die befördern bis zu 9 Personen. Wichtig ist an dem Punkt, da muss immer jemand dabei sein, der das Fahrzeug führt. Das heißt, das ist eine Vorgabe, sozusagen eine rechtliche, auch in Sachen Haftungsfragen, dass es dieser Bus nicht allein fahren darf. In der Erstfahrt kann so ein Bus oder muss dieser Bus die Strecke, die er fahren soll, quasi geführt fahren und kartografiert dabei die Strecke selbstständig in einem 3D-Bild oder in einer 3D-Abbildung. Diese Fahrzeuge haben weder Pedale noch Lenkrad, aber zwei Nothalteknöpfe, die dann von diesem Fahrzeugführer sozusagen bedient werden können im Bedarfsfall.
Die werden zunächst in der Fußgängerzone eingesetzt oder sollen eingesetzt werden und aber auch, und was ich total interessant finde, eben auch die Gebiete erschließen, die im Moment durch den öffentlichen Verkehr nicht angebunden sind. Das Projekt wartet im Moment auf die Freigabe, soll im Frühjahr starten und ist dann auf 2 Jahre ausgelegt. Genau, ein anderes Beispiel sind Elektrobusse in Mannheim, die fahren seit Juni 2015. Was dabei interessant ist, die werden aufgeladen durch induktive Ladetechnik. Das heißt, an 4 umgebauten Haltestellen, während die Passagiere ein- und aussteigen, wird der Bus aufgeladen und eben dann in Endhaltestellen, also beziehungsweise Anfangshaltestellen. Hamburger Hafen ist ein Beispiel, wo es darum geht, der Hamburger Hafen hat halt nur einen begrenzten Platz, aber das Aufkommen der Güter wird halt immer größer und da besteht einfach die Notwendigkeit, diese vorhandene Infrastruktur so effizient wie möglich zu nutzen. Dazu wird ein IT-basiertes Verkehrsmanagementsystem eingesetzt und alle relevanten Verkehrsinformationen werden in Echtzeit gesammelt und ausgewertet, um so die Verkehrssteuerung zu optimieren. Vielleicht ein bisschen bekannteres Beispiel, jetzt nicht das konkrete, aber in Schusebox, da geht es halt darum, dass eine Blackbox ans Auto angeschlossen wird und diese Blackbox erfasst Daten zum Bremsbeschleunigungsverhalten, zur Fahrtgeschwindigkeiten, zu den Tageszeiten während der Fahrt und zu der Anzahl der Fahrten sowie deren Länge. Aus diesen Daten, die gesammelt werden, wird dann ausgewertet, wie sicher der Fahrer fährt aus Sicht der Versicherung und wirkt sich dann auf den Verkehrstarif aus, auf den Versicherungstarif aus. Das Unternehmen wirbt selbst damit, dass es auch im Falle eines Diebstahls die Möglichkeit gibt, das Fahrzeug zu lokalisieren. Und dass es, wenn im Falle eines Unfalls Hilfe bereit, also zur Verfügung stellen kann. Relativ bekannt möglicherweise, oder wäre vielleicht auch nicht, also wenn man jetzt über das autonome Fahren spricht, denkt man immer an Silicon Valley, aber seit Juli 2015 gibt es die Miniaturstadt M-City. Das ist ein Projekt der Universität von Michigan und des Michigan State Departments of Transportation, was ein Testgelände ist für hochautomatisierte Fahrzeuge und wird eben auch schon genutzt. Noch ein paar weitere Beispiele ist zum Beispiel, dass es ein Projekt gibt, was auch vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert ist, wo es also in einer Partnerschaft mit der GIZ, also der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und des Beijing Transport Research Centers darum geht, die Auswirkungen des Nachfragemanagementsystems im Transportbereich zu evaluieren. Das hatte eine vierjährige Laufzeit und endete 2015. In Paris gibt es ein ganz spannendes Projekt, nämlich Rent a Bike, schon seit 2007. Da sind 20.000 Fahrräder, die bereitstehen an 1.800 Stationen. Das ist eine Public-Private Partnership zwischen der Stadt Paris und einem Unternehmen. Im Gegenzug dazu, dass das Unternehmen diese Fahrräder bereitstellt und die Infrastruktur dafür, kann es kostenlos die Außenwerbeflächen und Plakatwände der Stadt nutzen. Und ganz klar, ganz relativ neu seit September, die Teststrecke für selbstfahrende Autos in Deutschland. Okay, also was hoffentlich deutlich geworden ist, ist, dass dieses Smart Mobility sozusagen eine ganz große Bandbreite hat. Welche Elemente gibt es denn? Also ganz oft geht es um alternative Antriebslösungen. Der Aspekt der Sharing Economy spielt immer wieder eine Rolle. Es geht ums automatisierte bzw. autonome Fahren. Es geht aber eben auch ganz klar um die Generierung und Nutzung von Daten. Dabei spielen natürlich Sensoren,
große Rolle, die in den Verkehrselementen sozusagen enthalten sind, aber eben auch in der Infrastruktur und dazu dienen, eben das Tracking möglich zu machen. Die Vernetzung spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle und was gerne angeführt wird, ist, dass es natürlich auch darum geht, Unfälle, Verletzte und Tote zu vermeiden. Dieses ganze Thema ist also ein Ergebnis der technologischen Entwicklung, kann aber eben auch eine Antwort auf die Fragen sein, die sich derzeit stellen. Also wie gehen wir mit dem immer höheren Verkehrsaufkommen um? Oder wie gehen wir aber auch damit um, dass zum Beispiel in ländlichen Gebieten eben vielleicht nicht die Infrastruktur bereitsteht, aber die Leute trotzdem von A nach B kommen wollen? Okay. Die Themengebiete, die betroffen sind, habe ich jetzt hier alle mal aufgelistet. Das ist halt total umfassend. Also es geht zum einen um die Technik, es geht in ganz vielen Punkten um rechtliche Fragestellungen, die noch nicht geklärt sind. Es geht immer wieder um wirtschaftliche Interessen. Die Politik muss was dazu sagen zu dem Thema. Aber auch soziologische Aspekte spielen eine Rolle und eben auch ethische Fragen. Vom Prinzip her stellen sich immer wieder auch gegensätzliche Fragestellungen auf. Ich mache das jetzt mal am Beispiel der Daten zum Beispiel. Also es werden halt Daten benötigt und es fallen aber auch viele Daten an, die ausgewertet werden können. Je mehr Datensammelpunkte da sind, umso mehr Daten werden natürlich auch erfasst. Und diese erlauben zum Beispiel die Erstellung von Bewegungsprofilen. Die können halt von Unternehmen ausgewertet werden, die können aber auch von staatlicher Seite ausgewertet werden. Das gibt immer wieder, also es gibt halt Leute, die sagen, okay, mit Big Data, das ist halt da. Und die Frage ist halt, wie das zum Beispiel mit dem in Deutschland gerade wichtigen Aspekten der Datensparsamkeit und Zweckbindung einhergeht. Das ist so ein Widerspruch, der, glaube ich, gelöst werden muss und hoffentlich auch gelöst werden kann. Die Frage ist halt immer wieder, welche Daten werden erhoben, wem gehören sie? An wen werden sie weitergegeben? Sind sie geschützt? Sind sie verfügbar? Und was ist, wenn sie falsch sind? Was ich damit meine, ist halt, welche Daten werden erhoben? Das ist halt oft genug nicht klar. Also dem Nutzer zum Beispiel in einem Auto, der weiß halt unter Umständen nicht, welche Daten von ihm erhoben werden, auch jetzt schon. Eine Frage, von der ich weiß, dass Juristen sich darüber streiten, ist, wem gehören die Daten? Das meint also, die Daten, die erfasst werden, oder der Streit besteht darüber, also gibt es diesen Aspekt des Dateneigentums? Also sprich, wenn ich ein Auto kaufe zum Beispiel und die Daten werden erhoben, wem gehören die denn dann? Gehören die dem Autohersteller, gehören die mir? Gehören die vielleicht einem Provider, der die Daten versendet? Die Frage werde ich nicht beantworten können, weil, wie gesagt, Juristen sich darüber streiten. An wen werden sie weitergegeben? Klar, das ist immer die Frage oder die auch ein bisschen die Angst, wenn die Versicherung zum Beispiel die Daten erhebt, nutzt sie diese ja möglicherweise nicht nur selbst, sondern gibt sie, ich sage jetzt mal, an die Schufa weiter. Sind die Daten geschützt? Was ich damit meine, ist einfach tatsächlich auf technischer Ebene. Die Datensicherheit in dem Sinne. Sind sie verfügbar, meine ich. Ein Beispiel, anderer Aspekt, also ich selber trage ein Wearable und hatte die Erfahrung, dass ich im Ausland war und meine App plötzlich nicht mehr funktioniert hatte, mit der ich die Daten synchronisiere, weil einfach kein Internet da war.
Das heißt, was passiert denn, also natürlich ist es in der Betrachtung, aber was passiert denn, wenn ich mit meinem Auto fahre und ich bin im Funkloch? Das ist natürlich über technische Systeme wird es betrachtet. Nichtsdestotrotz müssen die Daten, also muss die Verfügbarkeit halt da sein. Und die Frage, was ist, wenn sie falsch sind? Entschuldigung. Was eben da auch mit reinspielt, sind die Hacking-Angriffe, die auch in letzter Zeit im Gespräch waren. Ein Ausblick. Also vollautomatisierte Fahrzeuge sind im Moment gar nicht zugelassen. Das spielt zurück auf das Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr, was schon 2014, also das Wiener Abkommen ist von 1968, 2014 wurde es dahin angepasst, dass die derzeitigen Assistenzsysteme, die es im Auto zum Beispiel gibt, überhaupt eine rechtliche Grundlage haben. Im Moment ist es eben so, dass, wie ich das bei dem Beispiel in der Schweiz erklärt habe, das muss immer jemand da sein, der in den Verkehr eingreifen kann, also in das Auto sozusagen steuern kann. Ihr wisst es wahrscheinlich, dass Google nicht nur im Moment zwei Arten von Fahrzeugen hat. Das eine ist halt das, wo der Fahrer noch eingreifen kann. Das andere ist das, wo weder Lenkrad noch Pedale sozusagen da sind. Und gerade wurde ja auch bestätigt, dass das im Moment zumindest nicht erlaubt ist, solche Fahrzeuge zu fahren. Also weder in den USA noch in Europa. Regelungen des Datenschutzes spiele ich auf die Europäische Datenschutzgrundverordnung an. Die soll ja bald vereinbart werden. Dann bleiben noch 2 Jahre Zeit, das in das jeweilige Landesrecht umzusetzen. Soweit wie ich weiß, gibt es da auch noch offene Fragen, wie das denn dann aussehen soll. Eine Möglichkeit, die tatsächlich zum Beispiel auch die Europäische Datenschutzgrundverordnung offen lässt, sind freiwillige Vereinbarungen, also Codes of Conduct, die eine Möglichkeit wären, also nicht alles kann durchs Recht abgeglichen werden. Ja. Die Möglichkeit zum Beispiel bestünde, dass sich die Fahrzeughersteller einen bestimmten Code unterwerfen, der halt dann sicherstellt, dass die Daten, so wie wir uns das vorstellen, verarbeitet werden. Was ich halt ganz wichtig finde, und das ist halt auch das, was wir bei IELTS Lab machen, ist halt der gesellschaftliche Diskurs. Das ist halt wichtig, dass wir darüber reden, was wollen wir überhaupt. Was ich damit meine, ist, dass es zum Beispiel, was ethische Fragestellungen angibt, überhaupt nicht zwingend klar ist. Wollen wir das autonome Fahren überhaupt? Warum? Ein ganz klassisches Beispiel ist die Frage, der Algorithmus, der in dem Auto ist, muss halt in einer bestimmten Situation Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen werden halt vorher festgelegt von den Entwicklern. Und diese Entscheidung ist halt möglicherweise keine sehr schöne. Sprich, fahre ich die Gruppe von Menschen um, die vor mir ist, oder weiche ich aus und fahre jemanden, der völlig unbeteiligt ist an der Situation, um. Es gibt tatsächlich Leute, die sich in dem ethischen Bereich damit beschäftigen, die sagen, vielleicht gibt es das autonome Fahren nie, einfach weil wir uns als Gesellschaft, wer auch immer das ist, dafür entscheiden, dass wir diese Entscheidung nicht einem Algorithmus überlassen wollen. Genau. Damit bin ich schon durch. Habt ihr Fragen? Genau. Erstmal sagen wir vielen Dank, Jana. Bitteschön. Für diese Einführung und Perspektiven. Gibt es Rückfragen, Sachrückfragen oder Diskussionspunkte? Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht ganz zu Ende diskutieren können, die Frage, was das Auto dann machen soll, wenn es vor der Situation steht, ob es in die Gruppe reinfährt oder in den unbeteiligten Verkehrsteilnehmer, aber vielleicht gibt es ja trotzdem Rückmeldung. Da hinten sehe ich schon jemanden. Ich war letztes Jahr in Lyon
und bin dort vollautomatisierte U-Bahn gefahren. Glaskasten, ohne Menschen vorne, ohne Lenkrad, ohne Stoppknopf. War jetzt eine Linie, es gab noch andere Linien, da waren Menschen dabei, also gibt's schon. Hat mich ein bisschen überrascht, aber war eben beim Einfahren blinkten dann die Lichter, dass eben der Zug kommt, dass man da drauf achtet, rot, wenn es losfuhr, dann grün. Ja, das wäre so ein Beispiel, was ich noch gegeben hätte. Ja, okay, spannend. Bitte? Ja, gerne. Das ist hier rechtlich nicht erlaubt. Also die vollautomatische Bahn wäre möglich, schon seit 10 Jahren eigentlich. Ja, aber wir sehen ja, was in Bad Aibling passiert ist, da hat der Mensch eingegriffen. Aber juristisch ist es so, dass die Bahnlinien abgesperrt sein müssten. Das heißt, links und rechts der Bahn müssten Zäune gezogen werden. Genau, das wäre auch meine Frage zu dem Beispiel. Also wahrscheinlich gibt's aber keine Ausweichmöglichkeiten. Ja. Oder? Ja, okay. das kannst du bei der S-Bahn Frankreich. Im Moment auch, oder? Da vorne gibt's ich habe noch eine andere Frage. Ja. Wie sieht es denn mit der Datenkapazität aus, mit der notwendigen? Kann die transportiert werden, wenn wir ein Verkehrsaufkommen von heute berücksichtigen und jeder würde automatisch Daten senden? Da würde es doch zusammenbrechen, das System. Oder ist die Kapazität, wird die gleichzeitig ausgebaut? Die Frage stellen wir noch mal eben ganz kurz zurück, weil es noch eine direkte Meldung zum Thema der automatisierten U-Bahn gab, aber die nehmen wir gleich nochmal. Also genau, man muss bei der automatisierten Bahn differenzieren zwischen Fernbahn und Regional- oder U-Bahn oder sowas. Also alles, was offen fährt und alles, was in geschlossenen Tunneln fährt. Ne? Mhm. Also in diesen Tunneln, das gibt es auch schon in Deutschland, ich glaube in Nürnberg gibt es schon. Das wird auch in naher Zukunft, denke ich, kommen, was in die U-Bahn-Verkehr angeht. Ich meine, das sieht man auch in Kopenhagen, das ist nicht so schwer. Du machst diesen Bahnsteig irgendwie zu mit Türen, die nur dann aufgehen, wenn der Zug gehalten hat. Ja. Das ist ziemlich wahrscheinlich. Im Fernverkehr, da ist es noch viel, viel weiter weg. So. Das ist richtig, weil man die Bahnstrecke halt nicht so absperren kann und so weiter und so weiter. Ich brauche gar keine Fragen beantworten, das macht ihr selbst. Okay. Super. Genug Experten da. Okay, dann aber vielleicht zur Frage der Datenkapazität. Ja, also so, ich habe einen spannenden Vortrag gehört beim letzten Kongress vom Chaos Computer Club, wo es um die Car-to-Car-Kommunikation auch ging. Das ist, soweit ich weiß, geht es dabei eben auch darum, dass die Technik sich auch da weiterentwickeln muss, um genau das sicherzustellen, um diesen Aspekt abdecken zu können, sage ich jetzt mal. Also mit den jetzigen Mitteln geht es möglicherweise so nicht. Da spielen auch Fragen der Standardisierung tatsächlich eine Rolle. Müsste ich aber tatsächlich nochmal nachgucken. 5G, genau, 5G, ja, genau. Das ist da das Stichwort dazu. Ja. Okay, da hinten noch eine Meldung? Ja, gerne. Als Kommentar dazu vielleicht irgendwie, ich glaube auch, dass 5G da nicht mehr reicht. Ja. Weil im Endeffekt ist es eine Ausweitung des Sendegebiets. Das heißt, ich habe mehr Leute da drin. Und wenn man sich heute mit 4G an Potsdamer Platz stellt und da ist viel los, da funktioniert das Handy auch nicht mehr. Also im Endeffekt müsste es dann eigene Netze für solche Kommunikationssysteme geben. Das heißt, irgendwo müssen wieder Frequenzen weggenommen werden. Und für sowas dann halt reserviert werden, damit man da einen Mindeststandard hat. Ja. Anders wird es wahrscheinlich nicht gehen. Okay, sie hat nur gesagt, es ist heute schon der Fall. Okay, weitere Fragen oder Anregungen, Diskussionspunkte zu dem Thema ethische Fragen der Smart Mobility? Okay. Jana ist vielleicht aber auch noch einen Moment hier und hat ihre E-Mail-Adresse da hinten angebeamt, sodass ihr euch im Zweifelsfall auch direkt an sie wenden könnt oder heute Abend beim Bier noch. Vielen Dank, Jana. Ja.